Tag. Eigentlich treffen wir uns seit vielen, vielen Jahren in diesen Tagen in großen Sälen. Jugendweihe. Wir sind alle Jugendweihe. Und auch ich wollte in diesem Jahr in Reinickendorf und in meinem Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf als Festrednerin auftreten. Das geht im Moment jedenfalls nicht. Deshalb möchte ich auf diesem Wege erstens allen Haupt- und Ehrenamtlichen bei Jugendweihe e.V. für ihr Engagement, ihre Arbeit danken und uns allen Mut zusprechen, dass wir die Jugendweihefeiern des Frühjahrs 2020 ganz bestimmt nachholen. Und eins, das sei Ihnen gesagt, die jetzt die Jugendweihe empfangen sollten, erwachsen werden Sie trotzdem. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit allem Respekt behandelt werden und in dieser Zeit auch Ihren Angehörigen, die dieses Ereignis ja auch vorbereitet haben und all die Jahre bis jetzt für Sie da waren, auch zur Seite stehen, bis wir Corona überstanden haben. Übrigens, mein Name ist Petra Pau. Ich bin Bundestagsabgeordnete in Berlin-Marzahn-Hellersdorf und habe immer wieder gern als Festrednerin bei der Jugendweihe mitgearbeitet und werde das auch zukünftig tun.